Jetzt in Lauterbach, da haben wir Stanislav und da hinten ist Leonarda und Gita und Erika. Und hier können wir jetzt sehen den schönen Garten mit Bäumen, wunderschönen Kirschbäumen. Und hier geht es rüber ins Dorf zu Friebe und dem Unterdorf. Das ist noch ein Kirschbaum, den mein Vater eingepflanzt hat. Der steht jetzt in voller Blüte. Nicht nur in Tampadel und Krotzel blühen die Kirschenbäume. Auch hier im Garten vom Nachbar, das war damals der Onkel Hermann Heinke. Und diese Bäume standen sicher von der Größe her zu beurteilen noch zu unserer Zeit. Und da sehen wir die kleinen Birken, die auch jetzt schon anfangen grün zu werden. Im Hintergrund die Kirche, das Schulhaus und das Unterdorf. Und hier sind auch noch Bäume, ein Kirschbaum aus unserer Zeit. Hier vorne sind neue Bäume entstanden. Und der Garten hat natürlich den Charakter ganz geändert. Hier hinten ist eine Maschinenhalle, die für die Transportautos gut geeignet ist. Und der Christoph ist heute wieder nach Italien. Er macht also Personenbeförderung. Hier sehen wir noch die Terrasse des Hauses und die Front. Die Südfront und im Hintergrund können wir auch noch das Anwesen von Folter August sehen. Das hat sich eigentlich gar nicht verändert seit der damaligen Zeit. Wir sind jetzt von unserem Hof rausgegangen in Richtung Norden auf die Zopten zu und jetzt fällt das Gelände hinunter in den Oelsner Graben. Man kann jetzt hier im Hintergrund sehr wunderschön den berühmten, bekannten Jonesberg sehen. Und da hinten liegt die Gemeinde Langenöls. Vor einigen Tagen sind wir da hinten aus dem Wald herausgekommen und haben Aufnahmen gemacht in diese Richtung, wo wir dann Lauterbach und die Eichberge gesehen haben. Und hier links dann sind die Langenölzer Berge, die sich dann fortsetzen und zum Geiersberg hinaufschwingen. Und im Hintergrund werden wir gleich aus einer anderen Perspektive den Zopten sehen. Nur einige Meter weiter gegangen und schon ist jetzt der Blick zum Zopten frei geworden. Hier sehen wir noch ein Birkenwäldchen im Vordergrund und da hinten schwingt sich auf 714 Meter Höhe der Zotaberg, der Heimatberg, der geliebte Heimatberg aller Schlesier. Jetzt an der sogenannten Hemlichlane ein Ameisenhaufen entdeckt. Und die ganze Truppe ist dran, diesen Ameisenhaufen noch weiter zu vergrößern. Das ist ein Gewimmel, das ist eine wahre Pracht. In der Sicht vom Rohrteich zum Zopten ist diese Ansicht eine der schönsten Ansichten in Lauterbach hinüber zum Zopten-Massiv. Die Felder links von dem Weg gehörten meinen Eltern bis hinunter zum Grenzgraben, zum Langenölzer Grenzgraben. Im Vordergrund diese Stadt, das ist Schlaupitz und in Schlaupitz haben wir in der Nähe von der Kirche oft bei einem Metzger dann unser Vesper eingekauft, wenn die Eltern zufällig mal nichts dabei hatten.
Und dieser Berg, der jetzt hier fast als größer erscheint, ist der Geiersberg. Und im Hintergrund, der noch höhere mit dem Fernmeldemast, das ist der Zopten. Und zwischen dem Geiersberg und dem Zopten liegt dieses Sillingtal. Und dieses Sillingtal mit dem kleinen See haben wir schon mehrfach in den letzten Tagen aufgenommen und haben es auch im Film festgehalten. Links ist der Ziegenwinkel, auch da hatten wir einige Ländereien. Wie gesagt, hier geht es etwas bergan und die vollbeladenen Wagen mussten hier schaukelnd und wankend hinaufgezogen werden. Und es war immer sehr abenteuerlich, weil man Angst hatte, dass so ein vollbeladener Wagen auch hätte einmal umkippen können. Schlaupitz mit dieser schönen weißen Kirche. Da ist eine Herde von Rehen unterwegs. Ich weiß nicht, ob wir da Glück haben, dass wir die sehen. Momentan sind sie in der Deckung verschwunden. In diesem Gebiet hat natürlich auch damals der Graf Seydlitz-Sandretzky auch immer Jagd gemacht und das waren immer große Erlebnisse, wenn hier im Herbst diese berühmten Jagden auf Hase, Fasan und weiß der Teufel, was für Tiere gewesen sind. Schade, ich habe mir gedacht, dieses Reh könnte man besser beobachten und sehen, aber leider sind sie in der Deckung verschwunden. Und sie werden wohl Esen. Ah, ich sehe sie zwar da, ich weiß nicht, ob man sie dann auch im Film sehen kann. Die gucken hier rüber, die beobachten uns. So, jetzt sind die Rehe aus der Deckung herausgekommen. Und man kann sie jetzt mit ihren weißen Spiegeln sehr gut sehen. Es sind insgesamt 4 jetzt noch zu sehen. Und einer ist schon rechts im Birkenwäldchen verschwunden. Ja, das ist auch mal ein Naturschauspiel, was man sich nicht bestellen kann, was am Tage überraschend ist, denn üblicherweise suchen die Rehe ja die Deckung und äsen nur am Morgen oder am Abend. Aber schön, wie man gerade diese weißen Spiegel am Hinterteil der Rehe jetzt sehen kann. Ja, hier ist noch die idyllische Bauernlandschaft, wie wir sie früher hatten. Mark kriegt der Hahn, jetzt eine Henne, hat ein Ei gelegt. Da ist ein Hahn im Hintergrund zu hören. Und auch ein Puter. Wunderschön. Wer ein Herz für die Landwirtschaft über hat, der kann in Schlesien auch heute noch solche Idyllen erleben. Ein ganz seltener Vertreter, ein Truthahn, der sehr energisch Lauterbach in einer Blütenpracht vor der Kirche. Sogar die Äpfelbäume fangen an zu blühen und die Kirschbäume stehen in heller Blüte. Hier haben wir auch einen Imker, der Bienen züchtet. Ein Blick hinüber zur Kirche und im Hintergrund ist die Wirtschaft vom Wittner Tralala und hier ist ein neues Haus gebaut, was wir ja vor 3 Jahren im Rohbau gesehen haben. Und jetzt ist es schon fertig gebaut. Das Storchennest da oben ist noch nicht bezogen worden. Scheinbar sind die Störche noch gar nicht angereist. Es war ja auch relativ kalt noch. Und es ist nur zu wünschen, dass dieses Nest auch wieder benutzt wird. Dass diese Storchtradition in Lauterbach weiter lebt und weiter Gültigkeit hat. Hier rechts sehen wir noch mal das Schulgebäude, in dem ich eingeschult worden bin. Heute kann man mal sehr gut einen kleinen Teich gegenüber vom Bäcker sehen. Da sind die gerade mit so einem kleinen Gummiboot
die sich anschließen an den ersten, dienen natürlich auch der Karpfenzucht. Und hier wieder ein Baum. Verkehr Klettenberg runter. Samstag, den 30. April 2005. Und hier dieses Spritzenhaus an der Ecke, was die Deutschen gebaut haben. Und da sieht man den Giebel von Tam Alfred, von der Scheune, die es nicht mehr gibt. Im Hintergrund auch das schöne Dach von dem Lauterbacher Schloss, was auch dem Verfall preisgegeben ist. Jetzt den alten Weg beim Klettenberg abgebogen. Und das ist also bei der Lehmgrube ungefähr und dann über die Felder gegangen. Und hier sehen wir jetzt die Straßenhäuser. Rechts hier das Gebäude von unserem Polen für die LKWs. Dahinter der Hof von Folter. Die Linden, die im Garten von Onkel Hermann stehen. Hier das Haus vom Onkel Hermann im Hintergrund und die Scheune im Vordergrund. Und hier haben wir eine Übersicht über Lauterbach selbst. Da hinten, das ist das Haus von Ritter. Und hier sehen wir wieder diese Silhouette der Häuser. Wir sind jetzt ganz dicht an dem neuen Haus des Arztes, der Tierarzt sein soll und aus Reichenbach kommt. Die Spitze der Kirche überragt alles. Und hier stehen wir auf dem Weg, wo es von Friebehof, damals Friebe Martin, jetzt hier raus in die Felder geht. Und wir gehen jetzt den Weg hoch und dann zu unserem Haus. Hier nochmal im Hintergrund, das glänzende Dach ist die Scheune. Und dieses Haus hier, das ist vom Dierich Fleischer. Der Rest. Ich mache jetzt wieder mal die Totalansicht und wir sehen uns noch mal ganz Lauterbach in der Totalen an.